Hi, der Countdown zu den Golden Globes 2018 wird in wenigen Stunden vorbei sein. Und ich danke euch, dass ihr mitgemacht habt mit euren Fragen, die teilweise sehr umfangreich, sehr detailliert sind, aber eigentlich alle sehr, sehr interessant. Und ich muss mich von vornherein entschuldigen, ich werde nicht alle in allen Einzelheiten beantworten können. Das würde diesen Rahmen sprengen. Und sehr oft ist es auch, dass viele von euch die gleichen Fragen gestellt haben. Deshalb habe ich sie so ein bisschen gebündelt. Fangen wir mit den Nominierungen an. High Five Frodo schreibt, wie kommt es denn zu den Nominierungen? Christian von Another Movie Page setzt fort, das interessiert mich schon sehr, da jedes Jahr Filme nicht nominiert werden, worüber heiß diskutiert und gerätselt wird. Und Pascal Talaga, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, fasst nach, ich frage mich, wie ein Film bewertet wird, um nominiert zu werden, so wie er bewertet wird, um zu gewinnen. Gibt es da einen Bewertungsmaßstab oder ist das frei subjektiv? Ich habe das schon in einem meiner früheren Videos, auch beim Countdown, zu erklären versucht, aber wahrscheinlich nicht klar genug. Die in Frage kommenden Filme für die Nominierungen sind alles Filme, die in englischer Sprache im Großraum Los Angeles im Kalenderjahr 2017 angelaufen sind und hier mindestens eine Woche lang vor bezahlendem Publikum gezeigt wurden. Die Juroren bekommen kurz vor der Wahl eine dicke Liste, ich habe es euch gezeigt, die sogenannte Reminder List, so als Gedankenstütze und als Erinnerung. Und wir wählen dann ohne Bewertungsvorschriften die Filme und Filmemacher, die wir als die besten des Jahres empfinden. Also Pascal, ganz subjektiv. Wie wird man Golden Globe Juror? Das wollte neben Rolf H. auch jemand wissen mit dem schönen italienisch-japanischen Namen Massimo Surai. Elmar, wie bist du zu Hollywood Foreign Press Associates gekommen? Du erzählst immer so viel von deinen Erlebnissen mit bestimmten Schauspielern, Regisseuren und Produzenten. Anscheinend kennen die dich. Liegt das daran, dass du in Hollywood lebst und als Journalist bei der HFPA in einer anderen Liga spielst und für die Schauspieler, Regisseure und Produzenten seriöser und vertrauenswürdiger bist? Ricardo Belakovic sagt, mich würde auch interessieren, wie du eigentlich zur HFPA gekommen bist, wie man da überhaupt reinkommt und was du hauptberuflich machst. Mal schön, sowas von einem Insider mit langjähriger Erfahrung zu hören. Bist du bei der Verleihung der Globes auch direkt vor Ort in Beverly Hills? Aber klar, Ricardo, klar bin ich vor Ort. Was ich mache, davon erzähle ich ein bisschen später. Also, wie wird man ein Juror bei den Golden Globes? Wie kommt man rein in die Hollywood Foreign Press Association, kurz die HFPA. Und damit beantworte ich auch gleich die Frage, was ich hauptberuflich mache. Mitglieder der HFPA und damit Golden Globe Juroren können nur hauptberufliche Journalisten werden. Aufgenommen werden nur maximal 5 pro Jahr. Die müssen ihre journalistischen Arbeiten belegen, müssen mindestens 2 Jahre in Los Angeles gewohnt haben und müssen mindestens 2 Jahre von der Motion Pictures Association of America, MPAA, akkreditiert sein und brauchen 2 etablierte Mitglieder von der Hollywood Foreign Press als Bürgern. Nach einem Jahr Probezeit beschließt dann die HFPA mit Mehrheitsbeschluss, ob dieses neue Mitglied dann endgültig aufgenommen wird. Aktiv kann nur bleiben, wer alljährlich von der MPAA akkreditiert bleibt und die journalistische Arbeit belegen kann. Um die spezielle Frage von Massimo Samurai, ich finde den Namen gut, also von Massimo Samurai zu beantworten, ja, im Laufe der Arbeitszeit lernt man natürlich Leute von der Hollywood-Szene kennen, sehr gut, oberflächlich, aber auch privat. Aber im Grunde besteht hier eine Symbiose zwischen uns und den Studios und Stars. Sie brauchen uns, um ihre Produkte durch unsere Berichte weltweit bekannt zu machen. Und wir brauchen sie,
um Material für unsere Arbeit zu bekommen. In meinem speziellen Fall, ich war Redakteur beim Stern und bei Die Welt und habe für den Spiegel online geschrieben und meine Bücher über Cinema veröffentlicht. Und jetzt arbeite ich frei für TV und Print, vor allem in Deutschland, mit weltweiter Syndikation. Aber was mir so richtig Spaß macht natürlich, ist Fred Carpet, weil ich hier sagen kann, was ich will. Nächstes Fragenkapitel. Kategorien. Dr. Klaus. Hallo Elmar. Mich würde interessieren, warum beim besten Film eigentlich nur zwischen Drama und Musical Comedy unterschieden wird und warum genau zwischen diesen beiden Genres. Sonja Friesmann. Warum gibt es nur so wenig Kategorien? Drama, Musical und Comedy. Der Mersianer war da Comedy. Filme, Serien aus dem Bereich Sci-Fi oder Horror haben da kaum eine Chance. Mr. Lempet. Warum wurde der Film Get Out in der Kategorie Bester Film Comedy Musical nominiert? Der passt da für mich gar nicht rein. Und das bestätigt auch die Fragen von The CN Punk. Ist die Bezeichnung Bestes Drama bzw. Bestes Musical Comedy nicht irreführend, weil der Film als Kunstwerk selbst der ja von jedem unterschiedlich bewertet wird? Wie kann man, das kann man bestätigen durch die Reaktion auf den Mersianer und auf Get Out. Und er setzt fort, zusätzlich sind ja in diesen Nominierungen immer die Filmproduzenten aufgeführt, die auch dafür ausgezeichnet werden. Sollte die Bezeichnung nicht eher lauten, beste Filmproduktion statt bester Film? Interessante Frage. Aber ich habe schon mal Autos und Computers als Vergleiche benutzt. Sollte man wirklich beste Autoproduktion sagen, statt bestes Auto? Also zu den Kategorien. Eines der Bücher, die ich vor Jahren für Cinema gemacht habe, war über die Oscars. Meine Recherche hat ergeben, dass die stärkste Wahlgruppe bei den Oscars die Schauspieler sind. Und die blicken auf Comedies so ein bisschen naserümpfend herunter. Das ist nicht so ganz ihr Ding. Deshalb wurden in der gesamten Oscar-Geschichte noch nicht mal eine Handvoll von Comedies mit einem Oscar ausgezeichnet. Wir, die Journalisten, wollten diese Diskriminierung nicht und haben deshalb eine Alternative geschaffen für Comedy und Musical, was wir für wesentlich gerechter halten. Inzwischen hat die Akademie, die Oscar-Akademie, da nachgezogen, indem sie 10 Filme für Nominierungen zugelassen hat, was wenigstens ein bisschen mehr Chancen auch für Comedies bedeutet, zumindest was die Nominierungen betrifft. Sonja Friesmann hat gefragt, warum nur so wenige Kategorien? Okay. Man muss bedenken, wir haben Drama, wir haben Comedy, Musical, nicht englischsprachige Filme und Animated Filme. Und dazu eine irre lange Latte von TV-Kategorien. Noch mehr Filmkategorien würde jeglichen Rahmen sprengen, auch wenn der Horror auf diese Weise leiden muss. Und Sonja Friesmann wundert sich über der Marsianer als Comedy und mit ihr Leander, Mr. Lempet, Filmfisch, Dr. Klaus, alle rätseln über die Definition, auch über Get Out als Comedy. Die Einteilung dieser beiden Filme kommt von den Studios. Das ist nicht unsere Erfindung gewesen, das kommt von den Studios. Sie bezeichneten beide Filme als Comedies. Wir müssen uns an die Vorgaben der Studios nicht halten. Wir können selber entscheiden. Die Entscheidung liegt eindeutig bei uns und wir haben uns auch oft gegen die Interessen der Studios entschieden. Diesmal hat es eine harte Diskussion ausgelöst bei uns, bis wir schließlich intern abstimmten. Eine knappe Mehrheit meiner Kollegen fand, ja, beide Filme seien tatsächlich Comedies. Die Mehrheit siegt. Die Frage von der Filmnerd passt hier dazu. Wohin unterscheidet sich die Golden Globes von der Oscarverleihung? Einer der Hauptunterschiede, wie gesagt, die Oscars richten sich sklavisch nach den Vorgaben der Studios. Wir machen im Gegensatz dazu die endgültigen Entscheidungen. Und wir prämieren Filme und TV,
Die Oscars vergolden nur Filme. Bei den Oscars wählen über 7000, bei uns gerade mal 85. Bei uns zählt jede Stimme also weit mehr. Leander, mich würde interessieren, wie hoch das Budget für die gesamte Veranstaltung circa ist und von wem das Geld aufgebracht wird. Beteiligen sich große Studios bei der Finanzierung? Ja, das Budget ist hoch. Es geht in die Millionen. Wird aber getragen von den Werbeeinnahmen des Networks NBC. Es bleibt sogar ein dicker Gewinn übrig. Natürlich für das Network NBC, aber auch für unsere Produktionsfirma, die Dick Clark Production, und direkt für uns. Es bleibt sogar genügend für uns übrig, dass wir unser gesamtes Büro, unsere gesamte Administration ein ganzes Jahr lang bestreiten können und darüber hinaus noch Mittel haben für unsere Charity-Arbeit. Wir haben in den vergangenen Jahren, ich denke mal 10, 12 Jahren, haben wir über 27 Millionen Dollar gespendet, vor allem für die Renovierung von klassischen Filmen, für Institute, für Lehrinstitute, Universitäten und auch für Stipendien. Und dieses Geld kommt, das wir gespendet haben, kommt direkt aus den Werbeeinnahmen und der Beteiligung an den Werbeeinnahmen während der Golden Globes. Stefan will eine Frau sehen. Wann wird endlich eine Frau moderieren, fragt er. Entweder hat er nicht mitgekriegt, dass wir vor nicht langer Zeit 3 Jahre lang hintereinander Tina Fey und Amy Poehler als Moderatorinnen hatten. Oder vielleicht meint er ja eine, meint Stefan ja eine Einzelfrau, so ähnlich wie das war bei den Oscars mit Ellen DeGeneres und mit Whoopi Goldberg. Aber von diesen hochkarätigen Komödiantinnen gibt es wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viele. Und die Frage bleibt, wer entscheidet eigentlich, wer der Host sein wird? Wir haben natürlich auch, wie in allen Fragen des Golden Globes, wir haben die letzte Entscheidung. Aber wir sind, glaube ich, smart genug, dass wir uns anhören und dass wir so einigermaßen folgen dem, was uns die Profis sagen. Und die sitzen nun mal bei einem Network wie NBC. Die haben so viel mehr Erfahrung als wir, was die Performance und was die Ratings betrifft. Dazu passt die Frage von Axel Bial. Hat Ricky Gervais bei dem Ansehen der Globes genutzt oder geschadet? Offenbar war es positiv vom Ratings-Standpunkt, sonst hätte ihn NBC nicht 4-mal für uns vorgeschlagen. Ricky hat deutlich die Generationen getrennt. Die Jungen fanden ihn super, die Älteren fanden ihn einfach nur vulgär. Mark Philipp fragt an, wird Stephen Gätchen wieder einen Livestream von den Golden Globes machen? Nein, Stephen ist leider diesmal nicht dabei. Das hat er euch, glaube ich, bei Facebook in seiner Weihnachtsansprache schon erklärt. Ich sehe ihn aber dann bei den Oscars wieder und ich freue mich drauf, aber glaubt mir, heute Abend werde ich ihn auf jeden Fall vermissen. Keine Angst, die Interviews mit Stars gibt es hier weiter bei Fred Carpet. Die Reihe von Fragen geht noch weiter, aber ich verspreche, dass ich auf viele dieser speziellen und auch, wie gesagt, sehr interessanten Fragen zu einem späteren Zeitpunkt eingehen muss und ich werde sie sicherlich früher oder später in meinen Videos aufgreifen. Das Ende des Countdowns bedeutet nicht das Ende von Fred Carpet. Dazu gehören vor allem die Fragen von Markus. Lieber Elmar, ich bin ein großer Fan deiner Videos. Danke, Markus. Er spricht die Rassenfrage in puncto Nominierungen an und einen möglichen Gewissenskonflikt bei uns Juroren. Dann spricht er an das Phänomen Meryl Streep, die sozusagen automatisch in jedem einzelnen Jahr nominiert wird. Deine letzte Frage, Markus, ist relativ einfach zu beantworten, was ich nämlich tue während der Gala. Ich leite den sogenannten One-on-One-Room. Das ist der Raum hinter der Bühne, in dem alle Gewinner individuell fürs Fernsehen interviewt werden.
Ich hoffe, das beantwortet auch gleich die Frage von Markus Adler, wobei ich nicht weiß, ob Markus und Markus Adler eine und dieselbe Person sind. Jan Kalka fragt, ob auch Stars durch einen Sicherheitscheck gehen müssen. Gute Frage, aber klar, auf jeden Fall keine Ausnahme. Auch sie müssen sich ins Handtäschchen blicken lassen und müssen durch den Eingang gehen, wie am Flughafen. Spezielle Fragen auch von Michael über Frauen als Regisseure und herzlichen Dank an Amanda für die lieben Grüße. Und Jungle 0071, vermute, dass man das so ausspricht, Jungle 0071 würde gern die nominierten Filme schon vor der Preisverleihung sehen, das verstehe ich sehr gut, natürlich. Ist schon viel, viel interessanter, wenn man weiß, wovon die Rede ist. Aber alles, was ich da raten kann, komm in den nächsten Weihnachtsfeiertagen nach New York oder nach L.A. und schau dir alle Filme an. Finn Lukas fragt, ob ich als Deutscher überhaupt für Fatih Akin als Film aus dem Nichts wählen kann. Ja, kann ich. Keinerlei Beschränkung. Falls ja, meint er, hätte der Film schon eine sichere Stimme, nämlich meine. No comment. Und zum Schluss die Frage von Filmfisch, für ihn, wie er schreibt, vielleicht die allerwichtigste Frage. Welche Überraschungen dürfen wir denn zur Jubiläumsausgabe erwarten? Filmfisch, wenn ich die Überraschung bekannt geben würde, wären sie keine Überraschungen mehr. Danke für alle eure Fragen. Bitte nochmal Verständnis, wenn ich sie nicht alle im Detail beantworten kann. Ich komme bestimmt später noch darauf zurück. Genießt die Countdowns, genießt die Golden Globes und das Ende unseres Countdowns.